Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier am Arsch. Wir werden jetzt Richtung Feld 1 fahren und dort mit Flügen beginnen lassen. Wir holen noch vor dem Hof noch ein Gewicht, damit wir das meistern auch, ne? Dann brauchen wir noch einen Flug, das werden wir uns ausleihen. Oder wir werden Mehl verkaufen, mal sehen. Aber verkaufen tun wir jetzt nichts. Wir müssen das in Gang kriegen hier, die Arbeit, dass es läuft. Die Ernte auf Feld 5 läuft und auf Feld 4. Mal schauen, hier nachher müssten die Gewichte drin sein. Da haben wir eins. Denn wir haben keins dran, das ist ungünstig. Ich kann durch den Balken nicht durchschauen. Aber wir haben auch echt nur eins Gewichte liegen, ne? Dann müssten die woanders sein, entweder am Traktor oder halt irgendwo anders, ne? Der Traktor ist nicht ganz so stark, wie der Flug es haben möchte. Den 24 PS. Und dafür haben wir Allrad, ne? Müsste eigentlich auch reichen. Wenn er 1 km/h langsamer fährt, na gut. Oder 2. Ist den Augenblick auch egal. Ja, das Berechnen ist so eine Sache. Aber das klappt meist trotzdem. Nur wenn das längere Zeit da oben steht, voll und blocking, dann ist ungünstig, ne? Ich muss mal sehen, dass ich noch mal schaue, ob es neue O3-Version gibt. Aber wie gesagt, mit neuen bin ich nicht so expertierfreudig. Wenn das alte gut klappt, muss man das neue nicht anfangen, ne? Die Kurven macke hier nicht. Also wir fangen mal hier in der Ecke an. So. Da fahren wir lieber ein bisschen zurück. Ja. Bevor er mir am Zaun festhängt, ne? So. Das müsste reichen, normalerweise. So, Kursplay. Feldmodus. Kursgenerierung 1. Vorgewende müssen wir hier mindestens. Wir haben keine große Breite. 10 Mal machen. Pauschal. Das stimmt nicht. Müssen wir ausklappen. So. Das stimmt auch nicht. Da haben wir das 5 Meter breite. 5 Meter war gewesen. 94 genau. Nehmen wir 480. Das meinte ich mit dem Vorgewende da oben. Da können wir lieber auf 14 nehmen. Bevor er sich da oben nicht an den Bäumen festhält. Wie ein Besoffener, ne? Zurück. Da müssen wir gleich mal gucken, dass wir das erste Stück gleich alleine fahren. Das ist mir klar. Da muss auch Null sein. Der hat bestimmt vorher Ballen gepresst. So, und den machen wir auch Null. Probieren mal, wie aussieht. Ob der jetzt hier vorne klarkommt. Es kann sein, dass es natürlich mit dem Zaun Probleme gibt. So sieht ja ganz gut aus, ne? Dann würden wir noch einen zweiten kaufen für Feld Nummer 14 und Feld Nummer 17. Der braucht ja hier mindestens, naja, was steht da? 1,35, dann ist ja die Aufnahmesession zu Ende, ne? Also brauchen wir noch einen Flug. Wir brauchen mal Geld. Brauchen wir Geld. Später werden wir Milch verkaufen, dann werden wir Geld verdienen. So, das heißt, wir leihen uns mal was. Wir brauchen noch mindestens 2-3 Flüge. Das reicht für 2 Flüge.
Scheiße, wir kaufen noch zwei. So 94 und so. Kaufen, 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 kaufen. Wird sich aber die Firma freuen, wenn ich gekauft habe. Wie gesagt, normalerweise sind so ein Geräte alt, müssen vorbestellt werden. So, wir brauchen noch einen zweiten Traktor. Das ist ein genau richtig, den brauchen wir. Den werden wir mal. Den fahren wir erstmal Richtung. Können wir stehen lassen so. Ja, können wir. Ausnahmsweise. Können wir mit dem Kleinen hier wegfahren. Voll machen lassen mit dem Kleinen. Und wie gesagt, wir müssen noch jetzt Feld Nummer 14 muss geflügt werden und Feld Nummer 17 ist auch. Und 18. Und das müssen wir mit vielen Maschinen zur gleichen Zeit machen. Sonst wären wir nicht fertig. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen dann noch die Aussaat reinbringen. Das ist Feld Nummer 5. Da habe ich nur einen Helfer drin. So, jetzt fahren wir Richtung 14. Und später mit dem machen wir die Nacharbeit dann nach ungünstig. Na gut. Na, schauen wir. Erstmal 14 machen. Die Ernte läuft ja ein bisschen. Wie gesagt, Milch verkaufen, zwei, drei Mal und dann. Oh, die hat schon einer meine Milch gekauft in von Thüringen. Wo noch geht der Preis? Bei theoretisch. Man weiß nicht, wie weit der aktuell läuft, ne? Da wird ja ständig gekauft und verkauft. Also, man weiß, wie langsam wir die Krähen. Obwohl die Krähen nützlich sind, in Anführungszeichen, weil die fressen auch Regen immer auf und so. Aber auch viele Schädlinge, also Engerlinge zum Beispiel, sind ja extrem viel manchmal und da ist es ganz gut. Bei 14 können wir noch nicht, da ist ja Mais drin. Hatte ich schon verdrängt. Gut, dann fahren wir Richtung Feld Nummer 17. Bei der 15 ist ja schon aus die Aussaat fertig. Müsste morgen einmal wachsen, das sieht schon schummrig grün aus, das ist gut, dass sie keimt, denke ich mal. Und wir fahren Richtung erst was kommt, 17 oder 18, je nachdem. Dass wir morgen ja das Mais geerntet haben, also das muss heute noch weg. Weil wenn es nachts feucht wird, dann ist es ungünstig, ne? Dann ist es ärgerlich. Und wenn die Ernte fertig ist und es stockdunkel, dann werden wir auch schlafen. Die Schweine müssen wir noch verkaufen. Das ist das nächste, was wir machen müssen. Wir müssen die kleinen Ställe alle kriegen. Anführungszeichen. Die sind schlachtreif, die Beine. Da muss man mal weggefahren werden. Sonst gibt es Probleme. Und dann können wir hier in den zweiten Stall nicht mehr bauen. Wollte aber im Winter machen. Die jungen Schweine müssen auch noch umgestaltet werden in den großen. So, und hier werden wir auch so rum anfahren. Links herum. Uhrzeigersinn. Ja. Den liegen verkehrt. So, Kursgenerierung. 17 Vorgewände, die müssen wir auch mindestens 14 machen. Weich bleibt so, Länge, Breite 480. Kursgenerierung, das ist hier so ein Feld hier für großen Flug. Zurück einstellen lassen. Erste Lenkung passt gut. Brauchen noch einen Traktor. Wir müssen immer flügen, das ist wichtig. Ah, Mensch, hinter mir. Ja, das ist hier Abfahrer für 4. Ja. Der ist zu schwach. Zu schwach. Gut, den können wir nicht nehmen.
Was hat er vor? So. Lass mir es fahren, du. Gut, dass ich gleich hier war. Sonst. Ah, das ist jetzt hier Mais. Wie gesagt, ich brauche ein freies Fahrzeug. Hat er den nicht gefunden, dann muss ich eingreifen. Mal gucken. Da muss ich mal gucken, ob das hinkriegt. Also da sind ja links Bäume. Und von da kann es sein, dass es nicht klappt. Also ziemlich sicher, dass nicht klappt. Das ist eine denkbare Möglichkeit. Das kriegt ein KI gar nicht hin. Und dann muss ich dann machen. Oder hier bin. Ich kann gerne weitermachen nachher, aber wie gesagt, deswegen ist es gut, dass er stehen bleibt. Ne? Und daher ist es ganz gut, dass ich gerade hier war. Sonst wäre das ja, in die Hosen gegangen, sag mal so, ne? In Anführungszeichen. Mach das mal leer, Junge. Das ist besser, jetzt sind wir ja nicht parallel gefahren. Da hat jemand Bäume gepflanzt. Meine Stimme pflegen mit Wasser. Aber gut. Das ist kalorienarm, ne? So. Stellen wir wieder ein, ne? Gut. Brauchen noch einen Traktor. Das ist der Schwache eigentlich. Der ist bei der Arbeit. K2 Puma, so schwach. Das ist Feld Nummer 5. Habt ihr die Krähen gehört? Irgendwo war hier noch ein Drescher. Wo ist denn der? Da ist er nicht. Da war ich nicht bei. Oh, warm. Oh, wir haben Lüfter anmachen hier. Bisschen mit Nebel, ne? Bisschen Abkühlung machen hier, also das war nicht so ganz so warm, aber ich trinke, da kommt eine große Hitzefallung, ne? Dann haben wir gleich den Traktor zum Pflügen, also. Und der wäre dann fertig. Oh, ausklappen. Also normalerweise, wenn wir gucken, haben wir noch Maisfelder übrig. Geld haben wir ja noch nicht, aber Maisfelder wären Harvester dort. Da ist noch ein Maisfeld. 100%, ich kann mir nicht leisten. Nee, das wird nichts.
So viel können wir noch nicht für arbeiten. Noch ein Maisfeld? Nee. War das bei 52? Sind die noch da? Dann müsste ich mal gucken. Hey, Sonnenblumen wäre noch eine Möglichkeit. Hat ja das andere ja deaktiviert, deswegen kann ich dann nicht rausspringen. Aber sieht das, wenn das, wenn ich das Feld machen muss, es auch kaufen muss es. Oh, das ist noch weit weg vom Reif. Die 57. Muss ich mal gucken, wo ich hier kann. Das 2 Millionen. Das ist heftig. Bin ich sehr empfindlich, bin ein bisschen hart im Leben. Da muss ich aber sprinten jetzt, ne? Hier, meine Ratze ist schon gewachsen. Karte. Normalerweise will ich den Punkt ja neben und hin switchen, aber das, den Punkt muss ich mal aktivieren. Sojabohnen. Nicht gedüngt, aber Unkraut null. Es würde 38.000 bringen. Erntemenge. Da verdient es nichts. Das können wir nicht machen, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Dann müssen wir sehen, dass wir anders klarkommen. So. Der muss ein bisschen nachziehen, der Bursche. Aber gut. Das hat ja, das ging ja schief anfangs, ne? Der eine wollte woanders hin und ist abgehauen. Und einer ein bisschen Vorlauf. Jetzt muss er halt nachziehen. Das ist beim Verband so, wenn das anfangs nicht klappt. Aber im Grunde ist es egal. Die Arbeit muss gemacht werden. So, Traktor, da haben wir den. Der ist leer. Den holen wir hier ab. Wie gesagt, ein Sojafeld mit 38 Liter Ertrag. Und das kostet 2 Millionen. Das Geld sollte mindestens bruchteilmäßig verdient werden. Also das ist dann... Das geht nicht. Das können wir nicht machen. Das bringt uns... 2 Millionen kosten so gut Zinsen letztendlich. Da kannst du nicht mal mehr den Ertrag korrigieren. Ne? Das wird nichts. So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sag mal tschüss und ciao, ciao. Tja, morgen geht's weiter. Und nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.